Der frühere Palästinenserführer Yasser Arafat soll kommenden Dienstag exhumiert werden. An der Probenentnahme sind Experten aus mehreren Ländern beteiligt. Im Juli wurden an der Unterwäsche Arafats, die er kurz vor seinem Tod getragen hatte, Spuren einer radioaktiven Substanz gefunden. Arafat war vor 8 Jahren in einem Militärkrankenhaus bei Paris gestorben.